5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds los! Thunderbird 1, Scott Tracy. Weltraumüberwacher Thunderbird 5, John Tracy. Pilot Thunderbird 2, Virgil Tracy. Aquanaut Thunderbird 4, Gordon Tracy. Astronaut Thunderbird 3, Alan Tracy. Ingenieur, Brains. Agentin in London, Lady Penelope. Firefly an Mobile Control. Ich bin jetzt soweit. Okay, Virgil. Du hast aber nur einen Schuss. Und auf geht's! Ein super Schuss, Virgil! Das hätte die Story des Jahres sein können. Und wir sind gezwungen, einfach zuzusehen und Däumchen zu drehen. Warum machen die so ein Theater, wenn man sie fotografieren will? Wir haben unseren Job zu machen, genauso wie sie. Firefly an Mobile Control. Ich gehe zu Thunderbird 2 zurück. FAB, ich fahre zu Thunderbird 1 zurück. Mir reicht's, Joe. Geh an deine Kamera. Was hast du denn vor? Wir werden uns doch die Story des Jahres holen. Thunderbird 2 an Thunderbird 1. Fertig zum Abheben. Bin startklar. Wir sehen uns am Stützpunkt wieder. Hör mal, Joe. Sobald Thunderbird 1 abhebt, lass die Kamera laufen. Schieß los, Joe! Nimm den Start auf! Der elektronische Kameradetektor. Irgendjemand fotografiert das Schiff? Ich sagte Ihnen, keine Aufnahmen. Hör mal, Freundchen, du hast dir heute ganze Arbeit geleistet. Lass mich auch meine machen. Ich sagte, keine Aufnahmen.
Bitte vernichten Sie sie. Wenn Sie glauben, dass ich das tue, dann sind Sie mehr als verrückt. Die haben sie nicht alle. Kommt nicht in Frage, Joe. Das wird die sensationellste Reportage unseres Lebens. Ich denke nicht daran aufzugeben. Was tut sich da oben? Ich habe soeben das Videoband elektromagnetisch gelöscht, Cook. Ihre Aufnahmen existieren nicht mehr. Es tut mir sehr leid, aber wir sind gezwungen, uns zu schützen. Wiedersehen. Er blufft nur, nicht wahr? Sowas ist doch nicht möglich. Das war überhaupt kein Bluff, Ned. Und es ist leider schon möglich. Somit ist deine Reportage im Eimer. Thunderbird 1 an Thunderbird 2. Start aus Gefahrenzone wurde verzögert. Aber jetzt ist alles FAB. Einzelheiten gebe ich dir später durch. FAB, Scott. Werde es dem Hauptquartier melden. Es war schön, wieder von Ihnen zu hören. Und es hat mich sehr gefreut, die herzliche Einladung zu erhalten. Wegen anderer, bitte sprechen, Virgil. Die Rettungsaktion ist gut gelaufen. Ich komme jetzt zurück. Scott wurde kurz aufgehalten. Gut gemacht, Virgil. Bleib in Verbindung. Nun dann, wo sind wir stehen geblieben? Wegen anderer. Ach ja. Wegen anderer dringender Verpflichtungen bin ich jedoch gezwungen, mit Bedauern abzusagen. Ich möchte Ihnen aber sagen, dass mir Ihr Plan, das Empire State Building umzusetzen, tollkühn und staunenswert erscheint, um das Gelinde auszudrücken. Die Wiederherstellung verfallener Stadtviertel ist natürlich etwas Wichtiges. Aber das gilt auch für die Konservierung von nationalen Denkmälern und Institutionen. Das Empire State Building ist ein solches Denkmal. Thunderbird 2 an Thunderbird 1. Empfange Radarsignale von irgendeinem Überwasserfahrzeug. Was ist denn daran so Besonderes? Seine Geschwindigkeit ist unwahrscheinlich. Hey, das könnte die Sentinel sein, das neue Schlachtschiff der Marine. Geschwindigkeit 200 Knoten, Sir. Danke. Radarzentrale, ich bitte um Routinebericht. Unbekanntes Flugobjekt nähert sich. Höhe 2000 Fuß. Fluggeschwindigkeit 5000 Meilen die Stunde. Okay, Radarzentrale. Ich habe es auf meinem Bildschirm. Nennen Sie mir seinen Kurs. Ja, Sir. 096. Magnetisch. Wissen Sie, was das bedeuten könnte? Leider allzu sehr, Sir. Gibt es eine Meldung von Central Control wegen Flugkörpern über diesem Gebiet? In der letzten Meldung wurde die gesamte Gegend mit Stufe Grün bezeichnet. Na dann, unsere Raketen startklar machen. Abschusserlaubnis sofort beschaffen. Thunderbird 2 an Thunderbird 1. Ich werde meinen Kurs ändern, Scott. Die Sentinel hatten sicher auf ihrem Radarschirm und ich will sie nicht zum Stützpunkt lotsen. Keine schlechte Idee. Das mache ich auch so, wenn ich näher dran bin. Geh wieder auf Kurs, sobald du außer Reichweite bist. FAB. Es ändert seinen Kurs. Radar, wie ist jetzt die Richtung? 075 Grad. Magnetisch, Sir. Das bedeutet, es nimmt Kurs direkt auf New York. Was ist das, Clayton? Was ist das für ein Flugkörper? Wenn ich das nur wüsste, Sir. Es ist zu schnell für ein Flugzeug und zu langsam, um eine Rakete zu sein. Meldung von Central Control, Sir. Keine Flugobjekte in Ihrem Gebiet vorgesehen. Verfahren Sie mit dem unbekannten Flugobjekt so, als wäre es ein feindliches. Alle Mann auf Kampfposition. Alle Raketen zum Abschuss klar machen.
Abfangrakete zum Abschuss bereithalten. 10 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Feuer! Raketen! Thunderbird 2 an Hauptquartier und Thunderbird 1. Stehe unter Raketenbeschuss. Virgil, Störgerät einschalten. Versuch sie vom Kurs abzubringen. Ich glaube, es ist dafür zu spät, Scott. Versuch doch auszuweichen. FAB. Es hat keinen Sinn, Scott. Sie kommen direkt auf mich zu. Höher fliegen, Virgil. Zieh ihn hoch. Alles in Ordnung, Virgil? Melde dich, Thunderbird 2. Bin noch da, Scott. Mann, war das knapp. Sie explodierten direkt unter mir. Es kommt mir so vor, als wäre das Heck beschädigt. Alles in Abschussstellung. Fertig zum zweiten Angriff. 5 Sekunden. Ändere Frequenz, um Störgerät 4, zu überwinden. 3, 2, 1, 0. Feuer! Es geht wieder los, Scott. Störgerät wieder einschalten, Virgil. Ich hab dich bald eingeholt. Man hat die Frequenz geändert. Sie sind nicht aufzuhalten. Sie kommen direkt auf mich zu. Jetzige Höhe halten und in letzter Sekunde hochziehen. Weich ihn aus. Flieg höher, Virgil. Du musst höher fliegen. Thunderbird 1 an International Rescue. Scott, was ist mit Virgil? Ich weiß es wirklich nicht, Vater. Ich komme zu ihm nicht durch. Aber sein Schiff brennt. Ich kann es gerade noch sehen. Ich habe mit Washington gesprochen. Ich hoffe, Sie beenden den sinnlosen Angriff. Aus Washington, Sir. Er sagt, es ist dringend. Meldung an Sentinel-Kommandanten. Angriff sofort beenden. Das unbekannte Flugobjekt ist eine Thunderbird-Maschine von International Rescue. Clayton! Raketen 5 und 6 vernichten. Thunderbird 1 an Thunderbird 2. Bitte melden, Virgil. Virgil, ist hier was passiert? Virgil, reiß hier nach oben. Kannst du mich hören? Bitte melden, Thunderbird 2. Virgil, du stürzt ab. Zieh ihn hoch! Virgil, komm wieder zu dir. Du machst einen Sturzflug, reiß die Maschine hoch. Wie sieht's aus, Virgil? Ich bin nicht ganz sicher, aber die Motoren laufen okay. Am Heck gibt's wohl Probleme. Schaffst du es zum Stützpunkt zurück? Das sag ich dir noch. Also so ist die Lage. Virgil versucht, Thunderbird 2 zur Insel zurückzufliegen. Er brennt und er ist schwer beschädigt. Gordon, Allen, geht für den Notfall an die Löschgeräte. Ja, FAB. Wie stehen seine Chancen, Brains? Solange seine Reaktoranlage nicht beschädigt ist, stehen seine Chancen ganz, ganz gut. Ist der Reaktor beschädigt, Virgil? Ich kann's nicht sagen. Jedenfalls haben alle Instrumente etwas abgekriegt. Wie weit noch bis zum Stützpunkt? Nur noch 10 Minuten, Virgil. Wirklich, nur noch 10 Minuten. Du schaffst es schon, Junge. Ich weiß, du schaffst es. Ach, Mr. Tracy, trinken Sie einen Kaffee. Ihren Jungs wird nichts passieren. Sie werden sehen. Ach, was haben Sie gesagt, Cyrano? Vater hat Sie gefragt, ob Sie eine Tasse Kaffee wünschen, Mr. Tracy.
Oh, nein, vielen Dank. Ich gehe lieber zum Landekontrollraum. Wenn Sie überhaupt ankommen, sind Sie in ein paar Minuten hier. Ihr seid bereit. In 2 Minuten. Ich glaube, ich kann Sie schon hören. Wir sind fast da, Virgil. Wir sind fast da. Fahrgestell ausfahren. Klappen unten. Gehe in die Kurve zum Landeversuch. Nicht. Oh. Die Reifen sind hin. Ich kann ihn nicht anhalten. Ich rutsche aufs Haus zu. Schaden freigeben, Bereich D. Wie geht's dir, Virgil? Willkommen wieder im Reich der Lebenden. Was ist mit Thunderbird 2? Zerbrich dir darüber bloß nicht den Kopf. Er ist schwer beschädigt, aber er kann repariert werden. In ein paar Wochen haben wir ihn wieder hingekriegt. In ein paar Wochen? Kommt nicht in Frage. Was ist, wenn er für einen Notfall gebraucht wird? Wir wollen hoffen, dass das nicht der Fall ist. Du musst dich völlig entspannen. Du brauchst viel Ruhe. Du denkst mal nur an dich. Und wir kümmern uns um Thunderbird 2. Wie kommst du voran, Brains? Langsam, Tintin. Es wird wohl doch ein bisschen Zeit brauchen. Mann, das sieht schlimm aus. Sobald die neuen Komponenten da sind, werden wir rund um die Uhr arbeiten, damit der Start klar wird. Das ist wohl der kniffligste Teil unserer Arbeit. Alles geheim halten zu wollen. Ganz einfach. Wir bestellen die Komponenten bei verschiedenen Flugzeugherstellerfirmen. Keiner weiß, wofür sie sind. Erst wenn alle Teile hier zusammengestellt sind, ist das Puzzle gelöst. Ich mach mir wohl zu viel Sorgen. Es ist wirklich sehr gut, dass du wieder etwas zu dir nimmst, mein lieber Virgil. Wie könnte ich anders bei Ihren tollen Kochkünsten, Kyranno? Danke, vielen Dank. Hey, Virgil, ist dein Fernseher eingeschaltet? Ganz bestimmt nicht. Das Fernsehen hängt mir schon langsam zum Halse raus. Aber diese Sendung ist einmalig. Das Empire State Building wird versetzt. Etwa heute? Ja, heute. Und wenn ich mich nicht irre... Gerade jetzt. Das muss man sich ansehen. Liebe Zuschauer, Sie sind im Begriff, eines der größten technischen Wunder aller Zeiten zu erleben. Nie das ist ja Ned Cook. Hast du der Kerl, der uns an der Ölquelle unbedingt filmen wollte? Ja, Scott, für eine Story würde der sonst was tun. In einigen Minuten wird das National Television Broadcasting System Ihnen eine Konstruktionsleistung zeigen, die selbst den Bau der Pyramiden in den Schatten stellt. Heute wird der Standort des Empire State Building hier in New York City um 600 Fuß verlegt. Nicht Stück für Stück, sondern so, wie es dasteht, in seiner ganzen Höhe von 1250 Fuß. Als erstes werden wir erklären, wie diese ungeheure Aufgabe durchgeführt werden soll. Der Grund, weshalb das Empire State Building umgesetzt werden muss, ist einfach. Das ganze Viertel um das große Denkmal wird abgerissen, um Platz für moderne Bauten zu schaffen. Aber wir konnten natürlich nicht das Empire State Building abreißen lassen, nicht wahr? Der Meinung sind Sie sicher auch. Ich wäre heute wahnsinnig gern dabei gewesen. Lassen Sie mich Ihnen jetzt erklären, wie das vor sich gehen soll. Es sieht so aus. Nach einem Tunnelbau unter dem Fundament wurden enorme hydraulische Hebevorrichtungen unter dem Gebäude installiert. Dann wurde das Empire State Building vorsichtig gehoben.
Als nächstes hat man schwere Hochleistungsschienen bis zum neuen Standort gelegt. Fahrbare Schienen mussten dann mit größter Präzision und viel Geduld unter das Gebäude geschoben werden. Alles, was noch zu tun bleibt, ist, das gigantische Bauwerk Zoll für Zoll an seinen neuen Standort zu bewegen. Hört sich einfach an, nicht wahr? Aber 10 Jahre Planung und 2 Jahre komplizierte Bauarbeiten waren nötig, bis es soweit war. In wenigen Minuten werden die leistungsstarken Zugmaschinen anfangen, die riesige Last zu ihrem neuen Standort zu ziehen. Es geht gleich los. Das Signal wurde gegeben. Es bewegt sich. Liebe Zuschauer, es bewegt sich. In all den Jahren meiner Arbeit beim Fernsehen ist das der atemberaubendste Moment, den ich jemals erlebt habe. Moment bitte. Es stimmt etwas nicht. Der Boden unter den Schienen reißt auf. Es ist wie ein Erdbeben unter meinen Füßen. Etwas ist schiefgelaufen. Die Zugmaschinen werden abgeschaltet. Die Lage hier ist äußerst prekär. Der Boden um das Gebäude bricht auf. Wir befinden uns mittendrin. Aber nach der Tradition von NTBS werden wir in der Gefahrenzone bleiben, um Ihnen Bilder dieses fantastischen Spektakels live zeigen zu können. Es wäre ist er denn verrückt? Warum haut er nicht ab? Es ist, wie du gesagt hast. Deine Story tut ja sonst was. Aber es scheint jetzt alles gut zu gehen, liebe Zuschauer. Der Boden unter mir ist wieder stabil. Aber ich glaube nicht, dass das Empire State Building heute weitergeschoben wird. Wir sind gerade von der Polizei gebeten worden, diese Stelle zu räumen. Es besteht, wenn ich es richtig verstanden habe, die große Gefahr, dass das ganze Gebäude jeden Moment in sich zusammenfällt. Wir werden uns wieder melden, sobald wir eine Gelegenheit haben. Ah! Ah! Joe, ist alles in Ordnung? Ja, mir ist eigentlich nichts passiert, Ned. Das ganze Gebiet hier sagt immer mehr ab. Wir müssen hier raus, Joe, aber schnell. Wir bitten wegen der Bildstörung um Entschuldigung. Wir machen uns ernste Sorgen um Ned Cook und seinen Kameramann. Wir hoffen, Ihnen aktuelle Bilder der Geschehnisse hier in New York zeigen zu können, sobald es uns gelingt, ein neues Fernsehteam in Schussweite zu bringen. Es stürzt zusammen! Es kommt direkt auf uns runter, Joe! Das haben Sie niemals überlebt. Was Sie hier sehen, ist das Resultat einer erschütternden Tragödie. Das Empire State Building ist eingestürzt und ist nur noch ein einziger Trümmerhaufen. Es existiert nicht mehr. Hilfe! Können Sie mich hören? Hilfe! Das ist Ned Cooks Stimme. Er ist noch am Leben. Wir erleben heute ein wahres Wunder. Das war die Stimme von Ned Cook, die wir soeben gehört haben. Wie könnte jemand darunter noch am Leben sein? Weiß ich nicht.
Aber eins ist sicher, man kriegt ihn nie da raus. Mit unserer Ausrüstung würden wir es schaffen. Wir müssen sofort Thunderbird 2 hinschicken. Scott, du vergisst etwas. Thunderbird 2 ist noch außer Betrieb. Wir können im Moment nichts tun. Meine Damen und Herren, es wird von unserem Sender vorübergehend keine Übertragungen geben. Ned Cook und sein Kameramann sind unter den Trümmern des Empire State Building verschüttet. Ned bleibt mit uns in Verbindung über seine drahtlose Sprechanlage. Wir werden also diesen Kanal benutzen, um mit ihm in Kontakt zu bleiben. Also dann, Ned Cook. Können Sie mich hören? Ich kann Sie hören. Kurz vor dem Einsturz gab der Boden unter unseren Füßen nach. Dann brach das Gebäude direkt über uns zusammen. Es ist ein Wunder, dass wir nicht totgedrückt wurden. Wir sitzen in einer Art Höhle fest, die etwa 10 Fuß breit ist. Wir sind nicht ernstlich verletzt, aber ich höre, wie Wasser von unten zu uns durchsickert. Aber natürlich. Das ist bestimmt die Antwort. Die Antwort worauf, Brains? Ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, warum der Boden dort so plötzlich abgesackt ist. Und unterirdische Flüsse. Unterirdische Flüsse? Aber ja, Brains könnte recht haben. Es gibt viele Städte, die noch unentdeckte unterirdische Flüsse haben. Sollte es also einen Fluss geben, der unter dem Empire State Building fließt, einen noch nicht entdeckten Fluss, dann wäre das vielleicht die Ursache des Unglücks. Das bedeutet, dass Wasser weiter in den Hohlraum sickert, der den beiden Schutz bietet. Sie ertrinken noch. Wenn wir nur an den Fluss herankommen könnten. Das wäre vielleicht möglich mit Thunderbird 4. Aber man kann ihn doch nicht nach New York transportieren ohne Thunderbird 2. Dann muss ich ihn eben auf dem Seeweg hinschaffen. Das schaffst du niemals. Thunderbird 4 ist ja nur ein Aufklärer. Er muss irgendwie auf dem Luftweg befördert werden. Ich verspreche euch, ich werde es schon schaffen. Hör mal, Gorn. Dein Vorschlag ist nicht nur gefährlich, er ist auch in jeder Hinsicht sinnlos. Selbst wenn du das schaffst, würdest du nur rechtzeitig zu Ned Cooks Beerdigung eintreffen. Im Augenblick würde ich gern dem Kommandanten der Sentinel den Hals... Das ist es. Die Sentinel, die haben uns schachmatt gesetzt. Jetzt sollen sie uns mal aus der Patsche helfen. Ich weiß, was du meinst und das gefällt mir. Machen wir Folgendes. Scott, flieg los nach New York. Verstanden. Gordon, lass Thunderbird 4 zu Wasser, so als wäre es wie ein Notfall. Fahr dann los zu dem Punkt, an dem die Marine ihre Manöver abhält. Ich spreche mit Washington und sorge dafür, dass man dich aufgabelt und nach New York bringt. Ja, Sir. Viel Glück, Gordon. Was kann ich tun, Vater? Geh wieder ins Bett. Vielen Dank, Washington. Das wäre großartig. Das ist das Mindeste, was wir tun können, Mr. Tracy. Thunderbird 4, hier Hauptquartier. Bitte melden. So wird's also gemacht, Gordon. Die Sentinel wird dich und Thunderbird 4 so schnell wie möglich nach New York befördern. FAB. Hier Thunderbird 1 von International Rescue. Ich rufe New York City. Mobile Control am Empire State Building, bitte melden. Mobile Control an Thunderbird 1. Das könnt ihr uns glauben. Es freut uns, dass ihr bald da seid. Was Neues von den verschütteten Männern? Wir haben ein Loch zu ihnen runtergebohrt, um sie mit Luft, Licht und Lebensmitteln zu versorgen. Uns macht der Wasserspiegel Sorgen, er steigt. Passen Sie jetzt genau auf. Ich möchte das ganze Gebiet geräumt haben. So gut wie erledigt, mein Freund. Der Boden hier ist unsicher. Er kann jeden Moment zerbröckeln. Verstanden. Ich bin in knapp 30 Minuten bei Ihnen. Ich brauche genaue Pläne von dem unterirdischen Flussnetz der Stadt. Thunderbird 4 an Thunderbird 1. Ich stehe in Verbindung mit der Sentinel. Ich werde an Bord gehievt. FAB, Gordon. Sag mal, was schätzt du, wann du in der Gefahrenzone ankommen wirst? Erst um 24 Uhr, fürchte ich. Okay, das Kind werden wir auch noch schaukeln. Ich
Ich habe nie gewusst, wie lange 30 Minuten sein können. Ja, wenn man warten muss, vergeht die Zeit nicht. Hey, ich glaube, ich höre was. Das sind sie. International Rescue. Die Polizei. Dieses Viertel ist in Einsturzgefahr gesperrt. Verlassen Sie sofort das Gebiet. Ich habe die Insel Manhattan studiert, Mr. Tracy. Ihr Fundament besteht aus einem Felsblock. Es gibt da tatsächlich unterirdische Flüsse. Aber sie wurden nie als eine Gefahr angesehen. Macht das deine unterirdische Flusstheorie zunichte? Oh, nein. Es ist möglich, dass während der letzten 100 Jahre die kleinen Flüsse das Felsgestein unterspült haben und dass sie nun einen großen Fluss bilden. Worauf willst du hinaus, Brains? Naja, Es sind in den letzten Jahren keine Untersuchungen mehr gemacht worden. Es wird eine schwere Aufgabe sein, den Fluss überhaupt zu orten. Ich verstehe. Es hängt an einem seidenen Faden, ob Thunderbird 4 rechtzeitig eintreffen wird. Und nun könnte sich die Rettungsaktion nochmals verzögern. Bitte sprechen, Scott. Okay, Vater, ich bin da und einsatzbereit. Die Lage sieht wie folgt aus. Ned Cook und sein Kameramann sind noch am Leben. Wir können Lebensmittel runterschaffen, aber das Wasser steigt. Nach unseren Berechnungen wird das Wasser in dem Moment über ihre Köpfe steigen, wenn Gordon eintrifft. Verstehe, Scott. Mach jetzt Folgendes. Schick Atemgeräte hinunter, damit sie sich am Leben halten, bis Thunderbird 4 sie findet. Hallo, Ned. Wie geht's euch? Ganz egal, was passiert, ruhig bleiben. Das sagt sich leicht, mein Lieber, aber Sie sind schon 9 Stunden da und es passiert nichts. Das weiß ich. Wir tun aber alles, was wir können. Bestimmt. Entschuldigung. Dieses Warten fängt an, mich zu nerven. Wir sind so hilflos. Und dann die Kälte. Das Wasser ist eisig. Steigt das Wasser noch? Ja, jetzt steigt es sogar noch schneller. Bei diesem Tempo haben wir knapp 10 Stunden. Um 10 Uhr ist das Wasser über unseren Köpfen. New York an Sentinel. Wann seid ihr hier? Wir rechnen mit morgen früh um 10.05 Uhr, Scott. Aber das ist quasi auf den letzten Drücker. Könnt ihr nicht etwas schneller fahren? Nein, das ist schon unsere Höchstgeschwindigkeit. Die Antwort ist leider nein, Scott. Es bleibt dabei. 10 Stunden bis New York. FAB, Gordon. Wir müssen uns damit abfinden. Was machen die Atmosgeräte? Wir haben ein paar auf dem Marinestützpunkt entdeckt. Die sind unterwegs. Na, wenigstens etwas. Das Wasser steigt immer schneller, Ned. Wir werden doch nicht absaufen, oder? Ruhig bleiben, Joe. Die Jungs von International Rescue haben was auf dem Kasten. Die holen uns hier raus. Ist der Wasserpegel gestiegen, Ned? Ja, um 9 Uhr müssten wir völlig unter Wasser sein. 9 Uhr. Das bedeutet, Gordon trifft eine Stunde zu spät ein. Johnson schickt gerade die Atemgeräte nach unten. Für wie lange haben die Flaschen Luft? Ihr Vorrat reicht für 2 Stunden. Die Sicherheitszeit vermindert sich dann auf 1 Stunde. Es darf also nichts dazwischen kommen. Noch 5 Stunden. Gibt es keine Möglichkeit, schneller voranzukommen? Leider nicht. Die Motoren geben alles her, was sie können. Hey, das Wasser steigt noch schneller als vorher. Ich würde sagen, wir haben nur noch 2 Stunden. Nur noch 2 kurze Stunden. Das heißt, Sie müssen die Geräte die letzten 2 Stunden benutzen. Es ist alles auf die Minute berechnet. Viel Luft wird nicht in den Flaschen bleiben. Ich weiß. Aber wir können es noch schaffen. Und wir werden es schaffen, okay? Wir müssen gleich die Geräte benutzen. Oder ertrinken. Halten Sie aus, solange Sie können. Das letzte bisschen Luft in der Flasche könnte in diesem Fall über Leben und Tod entscheiden.
Ich glaube, es geht Joe nicht gut. Das eiskalte Wasser macht ihn fertig. Wir können nicht mehr. Das Wasser geht uns bis zum Mund. Wir müssen... Schnell die Geräte. Legt schnell die Masken an. Können Sie mich hören? Ist alles in Ordnung, Ned? Bitte melden. Es ist schon gut, wir haben die Masken auf. Jetzt müssen wir nur hier sitzen und warten, bis der Sauerstoff alle ist. Wir fahren langsamer. Stimmt was nicht? Nur, dass wir uns der Küste nähern. Der Hudson und der East River sind voll mit Schiffen. Wir können unmöglich mit Höchstgeschwindigkeit weiterfahren. Wäre ich dann mit Thunderbird 4 nicht schneller? Unter den Schiffen? Bestimmt viel schneller. Na also, jetzt bin ich an der Reihe. Sentinel an Mobile Control. Wir sind kurz vor New York. Ich steige wieder in Thunderbird 4 um. FRB, Gordon. Wann kommst du voraussichtlich an? Ich bin in 20 Minuten in der Gefahrenzone. Hoffentlich finde ich die Flussmündung. Das hoffe ich auch. In 20 Minuten ist bei Ned und Joe die Luft alle. Thunderbird 4 an Mobile Control. Steuere jetzt die East River Flussmündung an. Thunderbird 4 ist auf dem Weg, Ned. Wie steht's mit der Luft? Zu knapp für meinen Geschmack. Wird Ihr Kumpel rechtzeitig hier sein? Ja, er wird's schon schaffen. Das muss er schaffen. Was gefunden, Gordon? Noch nicht. Keine Spur von einer Mündung. Moment. Ich empfange etwas. Ich glaube, ich hab sie. Er muss noch den unterirdischen Fluss durchfahren. Er wird sie nie rechtzeitig erreichen. Hören Sie, Ned. Sie müssen von Ihrer Seite aus den unterirdischen Fluss suchen. Das Wasser sickert aus irgendeinem Loch da rein. Sie müssen es finden. Thunderbird 4 ist auf dem Weg zu Ihnen. Ich weiß nicht genau, ob Joe es schafft. Er muss es aber schaffen. Rütteln Sie ihn wach. Schwimmen Sie herum. Und finden Sie den Ausgang. Ich hab's gefunden, Scott. Ich fahre stromaufwärts. Bis hier haben wir Glück. Es ist groß genug, um durchzufahren. Weitermachen, Ned. Thunderbird 4 kommt Ihnen entgegen. Eine wichtige Meldung von Central Control wurde soeben durchgegeben. Die Lage ist sehr ernst, befürchte ich. Sehr ernst, sagen Sie? Wenn ich's mir überlege, kann die Lage kaum noch schlimmer werden. Was ist das Problem? Das Absacken des Bodens dehnt sich aus. Allem Anschein nach ist jetzt das Fulmer Finance Building unmittelbar bedroht. Es könnte auch umstürzen. Das Fulmer Finance Building? Welches Gebäude ist denn das? Das da. Ein Glück, dass die Menschen aus dem Viertel evakuiert wurden. Darauf kommt es nicht an. Das Gebäude droht direkt auf das Rettungsloch zu stürzen. Und das wird eine Flutwelle in Bewegung setzen, die die Jungs da unten wie eine Lawine umhauen wird. Sagen Sie International Rescue, dass Sie nur noch etwa 2,5 Minuten Zeit haben, bis das Gebäude umkippt. Die Geologen sagen voraus, dass danach mit dem Schlimmsten zu rechnen ist. Vielen Dank, Anna. Das haben Sie mitbekommen. Mobile Control an Thunderbird 4. Gordon, hörst du mich? Laut und deutlich, Scott. Ich habe noch keine Spur von den beiden. Gordon, hör mal. Du musst sie unbedingt innerhalb der nächsten 2 Minuten finden, verstanden? Gleich stürzt hier noch ein Gebäude um. Der Aufschlag würde die Höhle, wo die beiden jetzt schwimmen, zum Einsturz bringen. Ich mache dir einen Vorschlag, Scott. Halt die Frequenz einfach offen und sie können versuchen, mich zu ihnen zu führen. Verdammt, ich möchte wissen, wo die beiden stecken.
Der Zeiger steht schon auf leer und Joe geht's nicht gut. Nur keine Panik. Da ist immer noch etwas Luft in den Flaschen. Wir haben's gefunden. Es ist gerade genug Platz, um durchzukommen. Komm jetzt, Joe. Schwimm doch! Er fällt um. Der Wolkenkratzer wird jeden Augenblick in die Tiefe stürzen. Oh Mann. Ich würde nicht gerade gern unter dem Baby sein, wenn es umkippt. Hey, Gordon. Noch kein Zeichen von den beiden? Bedauere leider nichts. Weiterfahren. Du musst sie schnell finden. Ich befinde mich vor einer Felswand. Es ist eine Sackgasse. Hey, Moment mal. Nein, da ist eine enge Kurve. Der Tunnel führt nach rechts. Sie sind ganz nah. Wenn Sie nur noch ein paar Sekunden mehr durchhalten, dann habe ich Sie. Ned, ihr müsst weiterschwimmen. Sucht nach dem Lichtstrahl von Thunderbird 4. Sucht nach einem Lichtstrahl. Ned, Joe, schwimmt doch! Joe? Die haben uns gefunden. Los jetzt. Komm schon. Wir müssen schwimmen. Schwimm, Joe. Komm doch. Schwimm. Ich kann sie nicht sehen, Scott. Ich kann sie nirgendwo sehen. Ich sehe sie. Ned, hier ist Thunderbird 4. Ich mache die Luke auf. Schwimmen Sie in die Luke. Ich habe sie, Scott. Sie haben es geschafft. Sehr schön, aber hau jetzt ab. Sieh zu, dass du da wegkommst. Gordon, es stürzt um. Runter! Guten Abend. Wir heißen Sie noch einmal willkommen zur Ned Cook Show. Sollten Sie es noch nicht wissen, Ned hat die letzten 167 Wochen nicht eine einzige Ausstrahlung seiner Show verpasst.
Vor ein paar Tagen waren Ned und sein Kameramann in ein Unglück verwickelt, aus dem es, wie es schien, kein Entrinnen gab. Aber er ist doch ein wahrer Profi. Ned ist heute Abend wieder mal bei uns. Meine Damen und Herren, Ned Cook! Vielen Dank. Vielen Dank, meine Freunde. Wie Sie sehen, ich hab's zur Show geschafft und wir haben für Sie heute eine tolle Show. Aber vorher möchte ich Ihnen ein paar wichtige Worte sagen. Mein Kameramann und ich sind heute noch am Leben, nur dank des selbstlosen Einsatzes einer Organisation, die es sich selber zur Aufgabe gemacht hat, Menschen zu retten, die normalerweise dem Tod geweiht sind. Ich rede von International Rescue. Ich nehme diese Gelegenheit wahr, um mich bei den Menschen in dieser großartigen Organisation zu bedanken. Niemand weiß, wer sie sind oder woher sie kommen. Aber sie sind da, wenn man sie braucht. Und zwar mit der nötigen Hilfe. Ich hoffe nur, dass meine Worte diese ritterlichen Menschen irgendwie erreichen. International Rescue. Im Namen von Joe und mir, ich danke Ihnen. Aus tiefstem Herzen.